Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Hand Showdown mit Kundran. Guten Tag, wie siehst Wir du denn spielen heute. aus? Ja, ich habe eine Zielscheibe. Ja. Ich wollte eigentlich ein lustiges Loadout machen für die Zuschauer. Ich habe diesen Dude mit einer Zielscheibe und wollte gerne eine Armbrust nehmen, weil es halt lustig gewesen wäre. Aber ich habe ja keine Waffen zur Verfügung. Also, ich habe ja absolut nichts freigeschalten, dadurch, da das Level ja resettet wurde. Keine Bombenlanze, keine große Armbrust oder sonstiges. Die einzige Heavy Weapon, die ich habe, ist die Sparks. Das ist also auch die, die ich mir kaufen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Ich wollte nämlich für die Zuschauer so ein bisschen Abwechslung mal reinbringen, was die Waffen angeht. Aber da mangelt es bei mir komplett am Level. Waren Deswegen. davon schon 100 Bällen? Ja, aber so Standard. Wir haben auch hier direkt einen Hinweis in dieser Ja, ersten das Problem Hütte. ist, dass so ein Hast du komischer Expo-Typ. Nee, leider Silencer? nicht. Ja, dann. Kommt auch. Ja. Lass ihn abballern. Oh. Keine Hitmarker. Erstmal wieder warm schießen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, Das dürften die anderen gehört haben. ja, klar, es könnte auch sein, dass halt immer noch ein Team relativ nah beieinander gespawnt ist. Ja, also ich habe die Kommentare zur aktuellen Folge Hand. Gegner close! Fuck, wo? Wo waren die? Direkt vor mir, also 2,50 Meter. Ich hätte ihn auch messern können. Hinter dir sozusagen. 180 Grad. Könnte alleine War der gewesen sein. alleine? Nein. Schön, schön. Er will sich heilen. Willst du es riskieren? Oh fuck. Ah, ich glaube, das dauert zu lange. Nach links weg geht er noch nicht. Er ist noch am Er ist Zaun. noch am Zaun, jo. Ich habe ihm einen Hit gegeben. Er hat mich gehittet. Ja, ich ihm. Ich heile mich eben. Dynamite Stick von mir. Okay. Wo ist er hin? Hast du es Hab ihn gesehen? getroffen. Bei mir, close. Jo, warte. Hab ihn, ist tot. Okay. Mein Dynamit hat ihn getroffen. Spielen wir gegen Zweierteams oder weißt du's? Naja, ich glaube, Duo ist mit Solo nur. Trio müsste alleine sein. Das ist jetzt meine Vermutung. Den mal. Oh, ein First Aid Kit sogar rausgeholt aus meinem. Ich hab's nicht. Ich hab die du erst nicht gesehen anvisiert? Als sie. Wie bitte? Hast du bei dem ersten Kill anvisiert ja, oder nur ja, Rechtsklick? Nur Rechtsklick. Ohne Shift? Ja, ohne Shift. Ich hab's wieder vergessen, gute dass man Treffer. Da nicht so genau du hast ist. Mich getroffen? Aber ja, habe ich, weil ich hätte auch wieder vergessen, dass man nicht so genau ist. Wo ist denn der andere gestorben? Ich will hier noch War dein Verdienst. Ja, was ich sagen wollte, ich habe die Kommentare unter Hand gelesen. Ich weiß, dass viele Leute von euch Hand schauen oder auch wirklich gerne gucken. Also es ist ein Nischen. Auf dem Kanal. Es läuft nicht so gut wie andere Projekte, allein viewtechnisch. Von den Likes und den Kommentaren ist Hand super. Also die Community ist halt existent. Aber wir spielen Hand sehr sporadisch im Vergleich zu anderen Sachen. Also ich auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch immer noch hart unterlevelt, was jetzt Waffenmöglichkeiten angeht. Ich spiele es aber an sich auch sehr gerne. Ich spiele es aber eher langweilig. Also Wobei es ja aber dann scheinbar, also bei denen, die ich gucken, gut ankommt. Langweilig. Ja, aber es ist auch immer, also Kommentare, finde ich, sind auch immer irgendwo negativ. Also mach nicht das, sei da anders, mach das anders. So, die Community gibt ein wenig Spielraum, einfach selber zu spielen, wie man gerne hätte. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das macht es mir so ein bisschen kaputt, weil Hand fand ich so gut, weil du deinen eigenen Spielstil umsetzen kannst, aber das auf YouTube halt nicht wirklich gewünscht ist. Deswegen muss ich halt da mal schauen, wie wir das weitermachen. Aber einmal die Woche macht es mir sehr viel Spaß. Und ja, also es liegt so ein bisschen an euch. Wenn ihr Hand wirklich sehen wollt, dann supportet uns vielleicht so, wie wir es machen. Und wenn das halt nicht gut genug ist, dann kann ich es verstehen. Hand ist ein Hardcore-Game.
So, Hunt ist für mich das Zwischending zwischen einem Battle Royale und Escape from Tarkov. So, es ist schon mehr Hardcore als ein anderes BR-Spiel. Ja? Also man muss schon Serious spielen, aber ist es nicht so schlimm, zum Beispiel wie ein EFT. Deswegen, wenn ihr uns da ein bisschen Spielraum gibt, können wir bestimmt auch die eine oder andere spannende Folge machen. Also ich finde auch, also ich weiß jetzt nicht genau, was die Kommentare sagen, aber ich finde durchaus, sollte man langsam spielen. Entschuldigung, das war jetzt, die Hinweise sind super laut. Also du müsstest nochmal sagen. Achso, ich finde, man sollte Hand langsam spielen. Das hier als irgendwie offensiven Shooter reinrennen und sonst was. Ich glaube, das ist gar nicht der. Das ist es, glaube ich, gar nicht. Aber ich denke, andere Leute würden anders spielen. Und ich finde, genau das macht es hier aus. Ich glaube, ich bin vom reinen Aiming her in Hand nicht der schnellste. Also wenn es nur ums Zielen angeht. Ich fühle mich auch sehr clunky beim Aim und so, im Vergleich zu einem COD oder so. Soll es ja auch sein. Aber ich denke, dass ich schon oftmals ganz gut verstehen kann, wie sich ein Gegner bewegt, um ihn zu umlaufen oder so. Ich glaube, so taktisch auf eine gewisse Art und Weise funktioniert das schon ganz gut. Und die Sachen hier zwischen, wo wir jetzt von Hinweis zu Hinweis rennen, das mache ich ja sogar mit Absicht nur für die Aufnahme, dass das schnell hinrennen. Sogar das würde ich viel langsamer machen. Weißt du? Ja. Also ich würde wirklich super taktisch vorgehen, aber ich denke, Schuss? Das ist so der Kompromiss. Oder warst du das? Nee, ich habe einen Zombie gemessert. Das ist für mich so der Kompromiss, den ich eingehen kann, um das ein bisschen schneller zu machen, zu den Hinweisen zu rennen. Da waren gerade schon zwei bei uns am Arsch direkt. Mit weiblichen Charakteren. Habe ich dann Gegner gesehen? Nordost 60? Nee, oder? Was habe ich da gesehen? Der erste Hinweis war rot. Oh. Ja, ich habe ihn auch kurz zurück und ich dachte... Ja, und ich wollte dir eine Frage stellen mit, haben die Grafik, haben die wieder ein paar Animationen geändert? Also das war wirklich mein Gedankengang, was ich dich jetzt fragen wollte. Aber ja, der war rot, weil die da... Das war ein Schuss. Wir müssen mal einen Weg nach unten finden, Kunan, weil wir sind schon da. Wo sind wir denn? Sagen, ja. Oder? Ja. Gut, hast du gesagt, ich habe gar nicht auf die Map geachtet. Ich glaube, unter mir sind Steps. Ja, ziemlich sicher. Geht auf dem. Ja, ich würde auf den Boss gehen. Einer hat's erwischt. Nicht von mir. Okay. Ist die Frage, ob ich ein bisschen nach hinten achte. Lauf dir hinterher. Einer ist down. Ich hab bloß an der Wand. Bald Lichtprobleme so ein bisschen. Ja, ich auch. Der kommt hier auf die Tür, glaube ich, zu. Mhm. Über uns vielleicht. Guck du nach hinten, da wo wir reinkamen. Ja, mein Problem ist. Was denn? Die Tür hier. Die Tür würden wir hören, wenn sie aufgeht. Weißt du, was ich meine? Er ist drin im Bossraum. Ich habe entweder den Assassin gekillt oder ihn. Ich glaube, du hast den Assassin angeschossen, weil wir haben in dem Moment Kill Assassin bekommen. Hat einen Hit. Pass nach hinten drauf. Steps relativ close an der Wand. Oh, sie sind zu jedenfalls super laut. Vielleicht sind sie auch ewig weit.
Boah, das Licht macht mich fertig hier unten, ne? Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich hab einen down. Dann können. Ja, lustigerweise. Gerade rein. Der Assassin hat 1 HP, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, hat er, stimmt. Der hätte jederzeit einfach den Assassin angreifen können. Komm her. Da. Darauf habe ich halt die ganze Zeit gewartet. Ich glaube, hier wird noch wer kommen. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Soll ich zu dir oder soll ich? Ich guck gerade die Eingänge, wie viele es gibt. Du bewegst dich dann auch. Ja, oder? Ich renne. Hier ist einer mit einem Metalltor. Deswegen, er kam nicht raus. Er hätte das Metalltor aufmachen müssen. Das ist natürlich bitter. Ja, ich glaube, du kannst reinkommen, weil so kann den Rücken geschossen werden. Das Metalltor hören wir. Und die einzige Möglichkeit ist dieses Fenster da. Ja gut, und die Tür daneben. Ja, aber die Tür muss aufbrechen. Die kannst nicht aufmachen von der Seite. Ja. Ich loot den hier mal eben. Nein, nicht die Waffe wechseln. Meine Waffe nicht zu viel. Das ist natürlich ärgerlich. Boah, aber das Licht ist echt. Ja, das ist. Also manchmal hast du einen Grauschleier, manchmal nicht. Das wechselt so von. Genau das. Wirkt so, wir nehmen gerade auf, es ist tiefste Nacht draußen. Das wirkt so, als wenn die Sonne auf meinen Monitor ballert. Okay, wir haben 4 gekillt. Maximal noch 4 Gegner. Mhm. Ich hoffe, dass ich da richtig ziele. Boah, die Cry-Engine, wenn ich so ganz nah an der Betonmauer stehe, sieht schon schön aus. Läufst du? Ja. Geht's hier nochmal um? Scherben rein, ey. Es sind halt so viele Nebengeräusche, dass ich mir nie sicher bin, was ist jetzt Nebengeräusch. Könnte es auch ein schleichender Spieler sein? Direkt sammeln? Ich sehe nichts. Okay. Wenn die aber den Boss noch haben wollen. Kommen wir nur hier hinten raus, ja, oder? Ja, guckst du jetzt gleich nochmal? Wir müssen wenigstens erstmal raus. Also, sobald wir an der Treppe richtig sind. Ich sehe nichts. Der Ausgang, auf den wir zurennen, ist der, den man vermutet. Ja.
Es ist trotzdem riskant, da zu warten, bevor man sieht, dass wir losrennen. Weil wir könnten uns ja trotzdem genau dagegen entscheiden. Ja, ja, das ist richtig. Ich hab keinen Zombie-Modus mehr. Hast du aber nichts gesehen? Aber oder? Nichts gesehen, ne. Fuck, hab ich gerade was? Nee. Das ist leicht nach links. Da über den Steg und da kannst du vielleicht nochmal gucken. Eine Sekunde habe ich jetzt noch. Du hast gerade schon mal gedrückt? Ich hab eben schon mal geguckt, ja. Weil ich mir beim einen Mal nicht sicher war, ob ich nach hinten was gesehen hatte, aber hatte ich nicht. Guck jetzt mal, nur noch mal so in die Richtung E. Nichts zu sehen. Nichts, ne? Ne, nichts gesehen. Das wär super gegambelt, wenn die da warten würden. Das mit dem Licht habe ich aber hier immer noch, ne? Du auch? Nee, hier hat es jetzt, oder? Jetzt, also gerade an einer Stelle hatte ich das wieder. Puh! Noch ist nicht vorbei. Ja. Ja, das hast du gerettet. Ja, ja. Aber ich hätte sie vielleicht irgendwie viel früher bemerken müssen. Und ich hatte auch das mit dem roten Hinweis gesehen. Ich dachte so, oh, die haben die Hinweise überarbeitet. Ja, ja. Sieht aber schön aus. Ja, da war so, war der jetzt rot? Dann war es aber weg und ich war mir nicht mehr sicher, sieht man das mit dem Hinweis trotzdem noch, auch wenn der eingesammelt ist? Ich dachte, die haben die Grafik geändert. Oh ja, ja finde ich ja auch gut, die roten Hinweise. Und dann aber auch nichts gehört. Ich hatte, in der Entfernung hatte ich Leute halt schießen gehört. Dachte, ja, okay, sind halt weit weg. Und dass die dann aber genau neben uns waren. Ein Hunter über uns, ein Hunter equal, zwei Hunter unter uns. Die ersten beiden werden Low Level gewesen sein. Die ersten beiden können. Ja. So, der zweite Gegner, den du hattest. Ich würde sogar sagen, beide Gegner am Anfang waren. Also, der zweite war auf jeden Fall nicht gut. Du hast ja super lange auf ihn gezielt, als ja, er im ja, Zaun ja. stand. Das müssten aber die Low Level gewesen sein. Ich denke auch, das waren die Low Level. Ich glaube, der zweite, den ich unten erschossen hatte, der war, glaube ich, unser Level, weil der schien jetzt auch von der Kleidung her nicht so. Und ja. Sie konnten halt nicht raus, deswegen war er die ganze Zeit im Kampf. Ja, okay. Wir standen ja, am einzigen ja. Ausgang. Stimmt. Aber nichtsdestotrotz, hättest du. Da ist übrigens mein Charakter. Mit der Zielscheibe, der. Hättest du das am Anfang da nicht gerissen, das hast du echt gut gemacht. Dann hätten wir die Runde verloren, deswegen. Das Verdienst geht an Kundran. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie unseren Spielstil akzeptieren. Wir sind keine Pros, aber wir geben uns Mühe, es spannend zu halten. Die Runde war auf jeden Fall sehr actiongeladen und kurz. Und ja, schaut bei Kundran vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.